Gerade für pharmazeutische Themen lohnt sich eine Recherche in der freien Datenbank PubPharm. Diese Datenbank wird durch den Fachinformationsdienst Pharmazie der TU Braunschweig bereitgestellt. Mit einer Standardsuche werden knapp 55 Millionen Publikationen durchsucht. Einige davon finden Sie auch in PubMed. Andere stammen aus sogenannten Preprint-Servern, sind also sehr aktuell, aber noch keinem Peer-Review unterzogen worden. Auch in PubPharm können die boolschen Operatoren AND, OR und NOT genutzt werden, sowie Trunkierungen mit Sternchen und Phrasen mit Anführungszeichen. Eine Suche zur Vorbeugung von Erkältungen kann also zum Beispiel über die Phrase Common Cold oder einfach Cold und die Trunkierung an Prevention zusammengestellt werden. Die Ergebnisliste zeigt oben rechts an, wie viele Treffer zur Suchanfrage gefunden wurden. Jeder einzelne Treffer enthält den Titel sowie die bibliografischen Daten inklusive AutorInnen. Handelt es sich um einen Preprint, wird der jeweilige Preprint-Server als Quelle angegeben. Open-Access-Quellen sind mit einem offenen, orangenen Schloss markiert. Wenn der Text in Ihrer IP-Range freigegeben ist, weil Sie sich zum Beispiel auf dem Unicampus eingewählt haben, ist er mit einem grünen Haken markiert. Gegebenenfalls werden Ihnen Möglichkeiten angezeigt, wie Sie außerdem an den Text kommen können. Auf der rechten Seite finden wir die Filter, um aus den knapp 20.000 Treffern die relevanten auszuwählen. Neben den klassischen Filtern zur Medienart, Thema oder Veröffentlichungszeitraum bietet PubPharm auch pharmaziespezifische Filter. Beispielsweise werden uns immer Wirkstoffe oder Medikamente als Filter vorgeschlagen, die im Zusammenhang zu den Krankheiten stehen. Darüber hinaus können auch verwandte Erkrankungen oder Symptome mitgefiltert werden, sowie relevante Gene für den jeweiligen Suchbegriff. Eine erweiterte Suche steht auch bei PubPharm zur Verfügung, die die einzelnen Zeilen der Suche mit AND verknüpft. Speziell an PubPharm ist die Struktursuche, die rechts neben dem Suchschlitz gefunden werden kann. Hier können entweder systematische Nomenklaturen, Trivialnamen oder kommerzielle Produkte eingegeben werden. Die Datenbank gibt die Strukturformel zurück und ermöglicht die Suche nach der Formel und den Nomenklaturen in PubPharm. Im Suchschlitz auf der Ergebnisliste werden dann die verschiedenen Bezeichnungen angegeben, nach denen gesucht wurde. Diese Auswertung der Struktursuche kann natürlich auch für die Suche in anderen Datenbanken genutzt werden.